Die Fassade des neuen Kundencenters der Stadtwerke in der Saalstraße setzt seit Donnerstagabend einzigartige Lichtakzente. In seiner Installation Supra verarbeitet der Künstler Robert Seidel die verschiedenen Arbeitsbereiche des Unternehmens. Die Bildwelten leiten sich aus realen Datensätzen zu Energieverbräuchen, Fahrgastzahlen, Bäderbesucheraufkommen und Wohnungskennzahlen ab. So wird das Zusammenwirken der verschiedenen Stadtwerke-Tochterunternehmen schon vor der Eröffnung des gemeinsamen Kundencenters am 4. Juli bildlich dargestellt. Diese Idee, direkt Datensätze einzubinden, ist der Versuch, dass man, weil die Arbeit jetzt mindestens ein halbes Jahr zu sehen sein wird, dass man immer wieder neue Nuancen aus der Arbeit herausarbeiten kann. Also jeder Tag ist ein anderes Setup und es sieht immer ein bisschen anders aus. Manchmal wird es eher ruhig, manchmal etwas aufgeregter. Also es ist so diese Idee, eine fast kreatürliche Arbeit zu haben, finde ich irgendwie spannend. Im Zuge der Vernissage gewährte Stadtwerke-Geschäftsführerin Claudia Budig einen Einblick in das Konzept des neuen Kundencenters. Getreu dem Motto »Alles unter einem Dach, jener unter einem Dach« sollen hier die verschiedenen Angebote zentral gebündelt werden. Die Stadtwerke Energie Jena-Pößneck, der Jena-Nahverkehr, Jena-Wohnen und die Jena-Bäder bieten eine persönliche Beratung zu Energie, Mobilität, Wohnen und Freizeit an. Im offenen Empfangsbereich finden Kunden zu ihren Fragen einen passenden Ansprechpartner und müssen nicht mehr für jedes Anliegen ein anderes Kundencenter aufsuchen. Direkt dahinter wird es Platz für persönliche Beratungsgespräche geben. Und die oberen Stockwerke dienen vor allem als Büroflächen für die Mitarbeiter. Wir glauben fest daran, dass wir damit einfach einen viel besseren Service für die Kunden bieten können, dass wir, wenn wir unsere ganzen Leistungen und Services bündeln, dass der Kunde einfach mehr davon hat. Dass die Wege kurz sind, dass Cross-Selling funktioniert, das ist vielleicht noch eine Idee, aber auch daran glauben wir. Und dass es ein Gesicht gibt, dass wir zeigen, die Stadtwerke Jena sind, haben eigentlich die Antwort für die meisten Fragen, die ein Bürger hier in der Stadt hat, was seine grundlegenden Bedürfnisse angeht. Das Bauprojekt hat mehr als 4 Millionen Euro gekostet und soll am 4. Juli eröffnet werden. Dann können sich die Kunden montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr sowie samstags von 9 bis 14 Uhr beraten lassen. Die Lichtinstallation kann nach Einbruch der Dunkelheit jederzeit betrachtet werden. Weitere Informationen finden Sie unter stadtwerke-jena-gruppe.de/kundencenter.